powered by the retrosonic energy. Und damit begrüße ich euch zu Let's Play Sonic Nexus. Ein etwas sehr kurzes Spiel. Eigentlich habe ich mir überlegt, ein Spezial daraus zu machen. Vielleicht mache ich es auch. Vielleicht wird es auch zum vollen Projekt. Zumindest so ein volles Projekt, was halt eine Folge beinhaltet, weil es halt nicht viel zu sehen gibt. Aber ich werde euch ein paar Wege, also ich werde auf jeden Fall verschiedene Wege immer einleiten. Sprich, es heißt ja, Sonic ist ja individuell in den Leveln Aufbau. Es gibt viele Wege, die man nutzen kann, und es sind auch hier viele Wege. Ich finde es nur schade, dass das nur zwei Akten hat, aber bevor ich euch langweile, starten wir das Ganze. Ich habe mir das Spiel deswegen rausgesucht, weil ich nämlich auf Sonic Mania Suche war. Also Informationen zum Spiel und. Und da habe ich dann anschließend von einem Forum aus, also nicht von dem Forum, wo ich eigentlich drin bin, aber von einem anderen Forum, bei dem halt auch über Spiele oder Fangames geredet wird, gefunden, dass da noch Sonic Nexus bei ist. Und man hat natürlich in dem Forum gesprochen, dass es sich um ja Ähnlichkeiten des Sonic Mania handelt. Da habe ich doch gleich gedacht, das musst du doch mal ausprobieren. Dieses Fangame musst du einfach mal testen. Es ist einfach so, ich freue mich richtig drauf, dass Sonic Mania endlich erscheint. Also ich kann es eigentlich kaum noch abwarten, was man bis jetzt davon gesehen hat, was davon gezeigt worden ist, welche Trailer, unglaublich. Habt ihr den Trailer schon gesehen? Wenn ja, dann ist okay. Wer es nicht gesehen hat, dann ich werde einen Link in der Beschreibung packen. Ja, Sonic... Oh, so war das aber nicht gedacht, ey. Okay, gehen wir den Weg. Wie gesagt, ich versuche halt hier ein paar Wege dann hinzukriegen. Ich hoffe, ich komme nicht ganz durcheinander, weil die Wege sehen manchmal gleich aus, aber wiederum nicht. Ich nehme einfach immer... Ich versuche immer den obersten Weg zu nehmen, wenn es geht. Okay, und hier sehen wir ein neues Element in diesem Spiel. Das jetzt nicht wirklich gut geklappt hat, weil da oben noch was war. Ja, gleiten wir einfach mal runter. Das ist etwas, was mir auch an diesem Spiel sehr gut gefällt. Und ich habe keine Ahnung, wo ich gerade lande. Das sieht nicht gut aus. Oh, glücklicherweise geht es hier unten noch weiter. Man kann aber auch nicht irgendwie drauf springen oder sowas. Zumindest habe ich es bis jetzt nicht rausgefunden. Ja gut, dann sind wir doch nicht ganz den obersten Weg gegangen. Aber was nicht ist, kann noch kommen. Ich will aber keine Versprechen geben, denn manchmal baut man sich selber diese Level, diese Wege auf. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Level in diesem Spiel. Es stand zwar Demo dabei, aber ich hatte eine Version runtergeladen, bei dem es nicht Demo stand. Also es stand halt keine Demo dabei. Es
war auch mehr, was es verbraucht hat, aber... Wenn das jetzt die volle Version ist, dann frage ich mich, da fehlt etwas. Da fehlt einfach etwas. Und hier... Nein! Das gibt's doch gar nicht. Kann das Ding wieder respawnen? Ihr... Was denn? Das kann doch nicht wahr sein. Ah! Respawnt ja doch. Super! Sehr schön! Denn ohne den Link kommen wir nämlich nicht weiter. Und ich hätte eigentlich da hochgekonnt. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Nee. Versuche ich in der nächsten Runde zu ver... ja, dass ich da hochkomme, versuche ich einfach. Ja. Ich meine, wir haben hier noch ein, zwei Durchgänge, je nachdem, wie lang die Zeit ist. Wow, jetzt hier bloß nicht runterfallen. Und ja, das war jetzt ein Fehler. Ich zeige euch das einfach im nächsten Mal. Ist auch ein neues Element, zumindest fast neues Element. Wie hoch bin ich denn jetzt gesprungen? Krass, alles klar, kann man machen. Diese Roboter sehen auch jetzt anders aus. Warum springe ich bei dem nicht so hoch? Ja. Hoch. Nein. Das will ich haben. Ich will diese Unbesiegbarkeit. Sie ist mächtig. Und die Macht ist stark. Das wisst ihr doch. Was das eigentlich für Dinger sein sollen, weiß ich nicht. Ist da auch noch ein Weg irgendwo? Nee. Keine Ahnung. Oh, doch, 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 doch. Ja, ich vorhin auch gar nicht gesehen. Dann schauen wir uns den doch mal an. Auf jeden Fall sind wir ganz oben. Und es geht noch höher. Oha. Sehr nett. Wow. Nein, ich mache es nur so spannend, weil ich es will, ne? Krass. Habe ich sogar jetzt noch einen neuen Weg gefunden. Sehr nett. Hallo, Sonic. Tschüss, Sonic. Und schon geht er wieder. Schade. Dabei ist er jetzt gerade gekommen. Sehr schön. Jetzt haben wir zwar ein extra Leben bekommen, aber das Spiel ist jetzt vorbei. Aber ich habe ja gesagt, wir werden noch ein paar andere Wege abchecken, die wir jetzt in der ersten Runde nicht geschafft haben. Wenn schon, dann machen wir hier ein vollzeitiges Projekt. Ups, ich wollte nicht auf Start drücken. Jetzt ist unser Leben aber weg. Schade. Hat uns jetzt super viel gebracht. So, jetzt muss ich nur noch genau schauen, wo wir schon gewesen sind. Damit wir nicht nochmal diese Wege gehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass alles klappt. Aber ich denke mal, diesmal gehen wir mal unten lang. Denn da waren wir das letzte Mal nicht. Wir sind ja oben lang gegangen. Diesmal versuchen wir mehr, uns in die unterste Bereich einzunisten. Ja, unten. Okay, das hat er super gebracht. Ich wollte eigentlich nur mal kurz gucken, ob da oben noch was ist, aber... Nächste Runde. Wow. Hier unten noch ein Weg? Ja. Nehmen wir den. Was? Jetzt hat er mich aber auch überrascht. So, hier unten waren wir, glaube ich, das letzte Mal nicht. Hier kann man runterfallen, aber das ist nicht so schlimm. Nein. Da kann man hier schön draufstehen. Sonic bewegt sich ein bisschen, weil er...
Ja, nicht runterfallen will, ganz klar. So, das letzte Mal sind wir hier hochgegangen. Diesmal gehen wir den untersten Pfad. Obwohl, das kommt mir jetzt schon wieder bekannt vor. Oder sind wir das letzte Mal doch hier unten lang gegangen? Ich weiß es jetzt nicht. Das ist auch, weil ich habe das jetzt mehrmals gespielt. Ja, ich glaube, nee, wir sind hier mit dem Ding, glaube ich, runtergekommen. Mit dem Fallschirm. Ja, klar, natürlich sind wir hier mit dem Fallschirm runtergekommen. Wir sehen so wenig davon hier. Wie? Kein extra Leben? Wofür bringt mir denn ein extra Leben, wenn ich in der zweiten Zone da fertig bin? Das bringt mir auch nichts. Sind die witzig. Keine Chance für ein extra Leben. Was muss ich denn da geschafft haben? 100 Ringe sammeln? Immer diese 100. So, das letzte Mal sind wir da entlang gegangen. Ich guck mal, ob es hier lang geht. Ja! Sehr schön. Oder auch nicht. Das war nur ein Bonus, okay. Gut, wir sehen auf jeden Fall dann einiges. Ja, also wenn es hier nur den einen Weg gibt, auch okay. Und jetzt etwas Schwung holen. Und hoch. Moment, was ist da hinten? Ist da noch irgendwas? Nee. Glaub nicht. Passt schon. Ich versuche hier möglichst viele Wege zu finden. Das ist es halt. Das ist mein Ziel hier in diesem Projekt. Gut, hier gibt es nur den einen Weg. Aber ich glaube, wir können uns hier auch mit hochbringen lassen. Doch, mal ganz bringen. Aber es ist nicht so gut, weil dann der Fallschirm nicht will. Springen wir einfach mal hier runter. Oh nein, ich wollte ja den oberen Weg. Ja, komm, machen wir das mal. Wir versuchen, den oberen Weg zu nehmen. Hat ja super geklappt. Oder man kann da nicht hochgehen. Ich weiß es nicht. Wir können es in der nächsten Runde gerne nochmal ausprobieren. Was ist da hinten? Lass wissen. Oder ist das der obere... Ist das der obere Weg? Kann das sein? Sieht mir ganz danach aus. Ja, das ist der obere Weg, wenn man das hier geschafft hat. Okay, haben wir den auch gesehen. Okay. Dann alles gut, alles cool. Und jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Super. Und den kann ich nicht mehr korrigieren, oder was? Wo lande ich denn jetzt? Ach, komm. Jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht und bin da nicht hochgekommen. Jetzt sehen wir wieder den Weg, den wir schon vorher gegangen sind. Ah, das ist ätzend. Oh, in der nächsten Runde müssen wir das nochmal irgendwie durchbeißen. Also, ich verstehe es nicht. Man darf aber auch manchmal an ganz vielen Stellen nicht schnell sein, nicht langsam sein. Also, mal langsam, mal schnell. Also, das ist seltsam. Und diese Stelle ist auch ätzend. Du kannst sie nur hüpfen, damit du hier hochkommst. Und darfst dich von diesem komischen Vieh nicht treffen lassen. So, das letzte Mal sind wir da lang gegangen. Den oberen Weg. Jetzt gehen wir mal diesen Weg. Der nicht gerade viel Besonderheiten... Nein! Alles klar.
Der hat ja doch einiges zu bieten. Ich versuche irgendwie da hochzukommen. Ohne an die Stacheln ranzukommen. Ja, das ist nicht so einfach. Jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es aber. Yay. Gut, dann haben wir diesen Weg ja auch schon mal abgeschlossen. Super. Sehr schön. Bin ich wenigstens damit zufrieden. Habe ich euch das Element auch gezeigt? Ja, wenn man schon alle Wege sehen möchte, dann muss man das Spiel schon öfter spielen. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass man wirklich alle Wege so einfach findet. Da würden wir wahrscheinlich ein paar Parts heransetzen. Aber kommen wir jetzt zur letzten Runde hier, würde ich mal sagen. Ja, letzte Runde. Passt. Die hauen wir noch raus. Und dann schauen wir uns doch mal genau um. Aber nicht zu sehr genau, denn ich will zeitnah auch erst alles hinkriegen. Einfach durchhuschen erstmal. Yay, jetzt sind wir wieder den oberen Weg. Damit wir mal sehen, ob hier noch irgendwas ist. Da oben ist noch... Ne, da oben war nix. Aber da war was. Aber da kommen wir nicht hin. Oder können wir vielleicht von hier aus das irgendwie... Nee, das kriegen wir nicht hin. Schade. Ich hätte gerne den oberen Weg. Aber der kommen wir irgendwie jetzt nicht hin. Ich versuche mal richtig viel Schwung zu holen von hinten aus. Ja, wir kommen da nicht hoch. Toll. Und diesen Weg kennen wir doch alles schon. Ja, wir kommen nirgendwo hin. Nur da, wo wir schon gewesen sind. Aber wir können den mal eben kurz studieren, den Weg. Damit wir den auch gesehen haben. Okay, ja. Kann man machen, ne? Da oben den Checkpoint setzen, der uns aber hier eigentlich null bringt jetzt. Aber sie haben daran gedacht, an beiden Stellen Checkpoint zu setzen. Sowohl den oberen als auch den unteren Weg. Sehr nice. Gut, sich treffen lassen, das ist natürlich immer praktisch. Ja, sag ich ja, ist praktisch. Was war denn das jetzt? Hallo, Sonic! Boah, der macht mir Angst hier manchmal. Gibt's noch einen anderen Weg hier? Boah. Ja, Moment. Da hinten ist auch noch... oder... Nee, da ist kein Weg, oder? Nee, hier oben aber ein Leben! Aha, im oberen Bereich, ganz oben, sind Leben versteckt. Ja, das sind auch die schweren Punkte, wo man hinkommt. Und hier sind haufenweise Gegner. Nein! Es ist auch wirklich nicht einfach, manchmal die Wege zu nehmen. Bestimmt sind wir jetzt... Den Punkt, wo wir da gewesen sind, ist irgendwo ganz oben da. Und da sind bestimmt noch ein paar andere Sachen zu finden. Unfair. Da. So ist es halt. Aber wir haben Leben im ersten Akt gefunden. Also ist es doch machbar, ein Leben zu bekommen.
Sehr schön. Und jetzt nehmen wir nochmal das zweite genau unter die Lupe. Wir wissen, da hinten sind auch noch ein paar Extras. Da brauchen wir nicht nochmal nachgucken. Boah, ja komm. Ist hier noch irgendwelche Wege, die vielleicht nicht so einfach zu erreichen sind? Ja, ja, den oberen Weg, den haben wir ja schon abgeklärt. Ach, es ist doch machbar. Alles klar, gut. Dann machen wir das jetzt mal so, dass wir von dem oberen Weg ausgehen, ne? Jetzt, wo die Gegner bei sind. Okay, noch sind wir auf den oberen Pfad. Woo, krass. Besser als Achterbahn zu fahren hier. Moment, Moment, Moment. Den oberen Weg, den sind wir das letzte Mal, glaube ich, nicht gegangen. Nein. Daran könnte ich mich erinnern. Aber viel hat er uns jetzt auch nicht gebracht, oder? Er hat uns wieder zu diesem Weg gebracht. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, wir haben so gut wie alles eh schon fast gesehen. Also bis auf ein paar Kleinigkeiten, wo man aber wirklich schwer drankommt. Definitiv schwer drankommt. Aber so gut wie alles gesehen gehabt. Genauso macht man das. Wow. Ah, komm. Was? Oh. Wieso hat der Eggman... Hä, wieso hat diese komische Eggman-Kugel mir jetzt nichts getan? Hä, ich check das gerade nicht. Der nimmt auch einen, glaube ich, die Ringe oder so weg. Und das war jetzt richtig schlau. Ja, ja, ich gehe ja nach oben. Aber ich würde schon gerne wissen, was hier hinten ist. Definitiv der andere Weg. Jo, ich denke mal schon. Ja, 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 klar, hier ist das eine, genau. Das ist der andere Weg. Okay, den sind wir aber auch schon gegangen. Sehr nice. Läuft ja. Waren wir da unten schon entlang gegangen? Weiß ich jetzt nicht. Und wir lassen uns mal hier kurz... Doch. Hier ist nichts Besonderes. Schade. Hätte auch ein anderer Weg sein können. Nee, nee, hier waren wir auch schon. Haben wir auch schon gesehen gehabt. Gut. Sind wir also auch noch durch. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Mir gefällt das Spiel. Es ist leider etwas kurz, aber so kann man natürlich auch ein bisschen mal die anderen Wege abchecken. Das ist interessant. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann bei einem nächsten Let's Play wieder. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt zu einem Spezial machen soll oder zu einem vollzeitigen Let's Play. Denn eigentlich, ja, sofern ist es eigentlich ein Spezial, weil es ja, wie gesagt, einfach nur eine Folge ist, aus der einen Sicht. Aus der anderen Sicht, es ist aber auch wiederum ein vollzeitiges Projekt, was aber auch 100%, so knapp 100%, würde ich mal sagen, abgeschlossen worden ist. Wir haben so gut wie alles ja gesehen und noch mehr. Wenn es euch gefallen hat, Daumen zeigen, Kommentar, Feedback, ich würde mich freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, auf jeden Fall. Bis dahin, ciao!